Liebe Freundinnen und Freunde, die Sorgen um den Klimawandel, der natürlich weiter fortschreitet, sind etwas in den Hintergrund getrieben. Hat doch der Coronavirus unsere Welt voll im Griff. Nach langer Zeit ist die Menschheit wieder einmal machtlos einer Krankheit ausgeliefert. Und natürlich wird alles getan, um die Menschen vor dieser Krankheit zu schützen, sie zu heilen und ihnen wirtschaftlich zu helfen. Doch glaubt der Mensch tatsächlich, es wieder einmal alleine schaffen zu können und seinen Schöpfer, Gott, außen vor zu lassen? Ich meine nein. Der Klimawandel in der Natur mahnte den Menschen eigentlich schon an, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie es mit dem Klima zwischen ihm und Gott steht. Und die Corona-Krise, die wie der Klimawandel vom Menschen verursacht ist, und deren Machtlosigkeit gegenüber diesem Virus der Überheblichkeit des Menschen einen mächtigen Dämpfer versetzt, müsste doch eigentlich für die gesamte Menschheit nun ein deutliches Signal sein, endlich zu Gott umzukehren und ihm sich wieder in allem anzuvertrauen. Deshalb meine Bitte: Nehmen Sie sich 1 bis 2 Minuten Zeit am Tag. Zeit für ein Gespräch mit Gott. Und beten Sie ein Vaterunser für unsere Menschheit. Es kostet nichts, nur ein wenig Zeit. Doch unsere Geschichte zeigt, und dabei sei an das Wunder der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands erinnert, die mit den Friedensgebeten in den Kirchen der ehemaligen DDR mit erreicht wurde, dass die Kraft des Gebetes Großartiges bewirken kann. Ich danke Ihnen.